Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Murder Soul Ich Suspect. frage mich, wie lange Sie Leute unter Wasser gelassen haben. Lang genug, um äußerst unangenehm zu sein, nehme ich an. Und es haben alle zugesehen, während das geschah. Ja, sowas nenne ich öffentliche Demütigung. Es muss wie der Pranger gewesen sein. Nur mit dem Unterschied, dass man beinahe ertrunken ist. Der Zug war vollgeladen mit Munition, wie eine fahrende Bombe. Da hat er recht. Der Zug war vollgeladen mit Munition, wie eine fahrende Bombe. Ja, wenn ein Zug vollgeladen ist mit Munition, ist es wie eine fahrende Bombe. Da hat er wohl recht. So, wir müssen jetzt, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wo waren das nochmal? Wo müssen wir denn nochmal hin? Ich habe mich verlaufen. Das Museum ist nicht groß, aber ich verlaufe mich hier. Nee. Ich glaube, das war da hinten, ne? Kann das sein? So, wir haben ja... Nee, hä, wo war denn das? Oder war das hier? Ah, hier war das, glaube ich. Ja, ich habe schon wieder alles vergessen. Die Leute glauben, das sei einfach. Solange nur keiner was anfasst. So, wir müssen den Zug noch überwinden. Das machen wir auch auf die Schnelle. Aber ganz schnell. So, und hier müssen wir natürlich jetzt auch die Augen aufhalten. Alter, ist das laut. Das ist ja unfassbar, wie laut der Zug ist. Wo muss ich denn hin? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hin muss. Ist das auch... Ist das, wow. Ah, okay, verstehe. Alles klar. Wow. Okay, müssen darüber. Nein, 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 nein! Oh, das war so klar. Das war so klar. Oh. Verdammt, dieser Scheißzug hat mich erwischt. Mist. Ja. Da habe ich doch wohl tatsächlich meinen Zug verpasst. So ein Mist aber auch. Vielleicht hätte ich den Bus nehmen sollen. Wieso ein neues Ziel? Verlasse den Dachboden, hallo? Hallo? Na, warum rennt er denn nicht? Renn, 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 renn. Boah, das ist knapp. Wow. Alter Schwede. Okay, da können wir sogar raufgehen, glaube ich. Boah, ist das laut, alter Schwede. Plakette der Geschichte der Hexenprozesse. Die Hexenprozesse von Salems endeten 1693. Allerdings wurden in Europa bis 1750 weiterhin Hexenprozesse mit rechtlichen Sanktionen geführt. So, noch 8 mehr, um die Geschichte aufzudecken. Ich glaube, wir müssen sogar darüber. Alter, dieser verkackte Zug, ne? Der fährt sogar hier durch. Boah. Wow. War das knapp oder war das knapp? Ich würde gerne wissen, ob der uns da treffen kann, aber ich glaube ja nicht. Ich wollte immer ein echter Cop sein. Ah, ich glaube, der Zug hat gerade Pause. Der ist gerade im Güterbahnhof. Deswegen fährt er jetzt nicht mehr. Tod. Ich wünschte, Salem wäre für etwas anderes berühmt. Sind das Polizisten oder ist das... Da steht Police Department drauf, ne? Warum in einem Museum zwei Polizisten als Sicherheit einer Tür? Verstehe ich nicht ganz. Macht keinen Sinn für mich, meiner Meinung nach. Okay. Keine Dämonen. Da ist wieder was zum Aufdecken. Boah, Alter, haben wir die Zugpassage endlich geschafft. Alter Schwede. Haben wir den Zug genommen.
So, überall schauen wir uns jetzt erstmal um, ob wir irgendwie wieder was zum Aufdecken hier finden. Aha. Hab ich doch gesagt, der Zug macht gerade Pause. So. Stapelgabel. Stapelgabel? Stapelgabel. Hier wird wohl wahrscheinlich frisch renoviert, aber mir macht das immer noch keinen Sinn, warum Polizisten vorne vorstehen und warten. Also, dass die hier halt das bewachen, diesen Bereich. Warum sollte man... Oder soll, haben sie sich da vielleicht einfach nur mit der Textur vertan, die lieben Entwickler, anstatt da hinzuschreiben, Museum Security oder so. Das kann natürlich auch sein. So, hier war nichts mehr, ne? Nein, okay. 5 Stück müssen wir noch finden. Dann gibt es die neue Geschichte mit dem Zug. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, hier war auch nichts mehr, ne? Hier hinter, oder? Hier waren wir ja gerade, ne? Ja, genau. So. Lalala. The third floor states. Ah, guck mal einer an. Wie gemein. Wenn man so läuft, sieht man das gar nicht. Das ist ja voll fies. Unglaublich sowas. Danke, liebe Entwickler. Ist das jetzt... Ach nee, das war der Zug, der hinter dem Glas war, ne? Uah. Ach, guck mal, wer da ist. Joy? Fleming. Ich sagte, du sollst auf Iris aufpassen. Du bist nicht mein Boss. Haha. Ich habe unten einiges gefunden. Der Glockenmörder tötet seine Opfer, als wären sie Hexen. Ich gehe nach oben und sehe nach, was ich noch finden kann. Ich hätte dir sagen sollen, folge mir, dann wärst du vielleicht in der Kirche geblieben. Hast mich durchschaut. Ja, wäre am besten gewesen. Sie wartet doch nicht auf mich. Sie rennt einfach vor. So. Restauration, da bin ich mal gespannt. Halte nach Sicherheitskameras und Alarmanlagen Ausschau. Danke für den Tipp, aber das ist ja nicht mein erster Einbruch heute. Schön. Das sieht wie der richtige Ort aus. Mal sehen, was mir diese Artefakte über die Hexenprozesse sagen können. Mal schauen. Stehen einer dieser Artefakte mit den Glockenmorden in Verbindung? Müssen wir mal gucken. Was ist das denn? Navigation, okay. Kompasshäuschen. Eine antike wirkendes Kompasshäuschen. Oh, da haben wir noch ein paar Sachen, die haben wir noch gar nicht. Artefakte im Restaurationsraum. Oben im Restaurationsraum gibt es weitere Artefakte, die vielleicht etwas mit dem Glockenfall zu tun haben. Ja, da sind wir gerade. Und Folterinstrumente der Hexenprozesse. Die Mörder hat Hinrichtungsmethoden aus der Puritanerzeit seiner Opfer angewandt. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Wieso hat er das? Der hat das schon wieder nicht gespeichert anscheinend. Natürlich. Eine Kanone. Bürgerkrieg. Antike Kanone, eine Kanine aus... Eine Kanine vor allen Dingen. Eine Kanone aus der Zeit des Bürgerkriegs. Die Kanine. Wer kennt sie nicht? Die gute Kanine. Aber ich möchte gerne... Doch schon... Hier sieht es förmlich danach aus, als würden wir hier noch lang gehen. Aber ich gehe trotzdem mal erstmal hier hin. Weil... Dieser Ort bringt mich mit jahrhundertealten Eindrücken in Kontakt. Ich versuche, mich auf den Mörder zu konzentrieren. Aber der Nachhall dieser Eindrücke funkt ständig dazwischen. Wie Tote aus der Vergangenheit, die nicht vergessen werden wollen. Museumsgeister. Joys Mutter spürte Geister aus der Geschichte Salems, die eine Verbindung zu den Gegenständen im Museum haben. Mhm. Ich hoffe, wir finden hier auch unsere letzten... Artefakte. Geschichte des Hexenbuchs. Mittelalterliches Hexenbuch. Das Maulois Malefic-
Archaerium der Hexenkammer, herausgegeben 1487, argumentierte für die Existenz von Hexen, deren Natur und Ursprung ihrer Kräfte und wie sie am besten zu verfolgen seien. Ah, guck mal eine an. Ich glaube noch zwei danach. Ja, noch zwei mehr. War die hässlich. Bin du hässlich? Was haben wir denn hier? Noch eine Geschichte. Gebetsbuch. Die Vertreuserprobe, die Vaterunserprobe. Es wurde geglaubt, dass der Teufel niemals eine seiner Untergebenen aller Worte des christlichen Vatertums aufsagen lassen würde. Die Angeklagten wurden angewiesen, es vollständig zu rezitieren und einige von ihnen, obwohl sie nur einige der Worte vergaßen, fanden sich in großen rechtlichen Schwierigkeiten wieder. Ja, aber hallo, noch niemals ich könnte meinen Vater unser so auf Anhieb jetzt, und wenn man da mal was vergisst, wird man dann sofort verklagt. Wie hammer war das denn bitte? William Pines Buch, Der farbige Kupferstiche, The Costume of the Great Britain, zeigte einen rotierenden Pranger, der vier Leute gleichzeitig hielt, während sie um einen Mast liefen, wie Esel an einer Schleifmühle. Alter Schwede, überleg mal, du hast beim Vater Unser ein Wort vergessen oder so. Zack, bist erhängt. Oder gehst, baden quasi. Das ist schon heavy, ne? Dann im Fahrstuhl. Und hier haben wir noch eine Geschichte Salems. Stifterplakette des Museums. Der namenlose Bürger gewidmet dieser Großzügigkeit die Pflege unserer Stadterbes möglich machte. Wir restaurieren die Vergangenheit behutsam, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Jawohl. Hier noch was? Ah, guck mal einer an. Noch einen. Noch einen müssen wir finden für die Geschichte, und ich vermute, dass der eine vielleicht hier drin ist, wo wir hier alles untersuchen müssen. Deswegen schaue ich mich erstmal um, bevor wir die Antwort finden. Ich will diese Zuggeschichte hören. Ah, jawohl. Sehr schön. So, das Grauen auf den Gleisen, würde ich sagen, hören wir uns jetzt erstmal an. Also, viel Spaß dabei. Mein Ehemann und ich stiegen vom Bahnsteig in die gigantische, zischende Lokomotive. Ich erinnere mich auf unsere kleine Stadt zurückgeblickt und an all die glücklichen Erinnerungen, die wir mit ihr verbanden, gedacht zu haben. Aber ich habe mich darauf gefreut, unser neues Leben in Salem zu beginnen. Ich musste eingenickt sein, denn ich wurde vom Geräusch kreischenden Metalls aufgeschreckt. Nachdem der Zug ruckelnd zum Stillstand kam, hörte ich nichts als den sintflutartigen Regen auf dem Dach. Ich sah aus dem Fenster, aber dort war nur Dunkelheit. Dann kam der hellste Blitz, den ich je gesehen hatte. Als mein Mann ging, um sich nach der Verzögerung zu erkundigen, begann eine Frau im hinteren Teil des Zugs zu schreien. Ich eilte zu ihr und fragte, was nicht stimmte, aber alles, was sie mir unter Tränen sagen konnte, war etwas über Geister von Toten, die sie im Regen umherwandern sah. In diesem Moment begannen die Lichter des Zuges ohne erkennbaren Grund zu flackern. Noch merkwürdiger aber waren die Passagiere, die plötzlich von schmerzhaften Erinnerungen an die Vergangenheit heimgesucht wurden. An diesem Punkt überkam ich die Angst. Und so machte ich mich auf die Suche nach Joe. Als ich die Zugspitze erreicht und ihn immer noch nicht gefunden hatte, sorgte ich mich. Ich sah aus dem Fenster und erblickte den Zugführer, der daran arbeitete, einen umgestürzten Baum von den Schienen zu entfernen. Und ich sah Joe, der sich aufmachte, ihm dabei zu helfen. Doch statt nach dem Baum zu greifen, bückte Joe sich, nahm einen Stein auf und zertrümmerte damit den Schädel des Zugführers. Als ich den Zug verließ und auf ihn zurannte, konnte ich sehen, dass das nicht der Joe war, den ich kannte. Etwas hatte von ihm Besitz ergriffen, etwas Wütendes. Dann schien er etwas zu sehen, das ihm Angst machte.
Er ließ den Stein fallen und rannte in den Wald. Kurz bevor er zwischen den Bäumen verschwand, glaubte ich, während eines hellen Blitzes etwas gesehen zu haben, das ihm folgte, ihn jagte. Ich kann es nur als geisterhaften Schemen beschreiben, gehüllt in einen schwarzen Umhang. Normalerweise hätte ich es für einen Schatten gehalten, aber in dieser Nacht war nichts normal. Die Behörden durchsuchten den Wald tagelang nach Joe, aber er wurde nie gefunden. Ich ging nach Hause zurück, aber die Erinnerungen waren zu schmerzhaft. In manchen Nächten quälen mich die Gedanken daran, wie unser Leben hätte sein können, wenn wir nie in diesen Zug gestiegen wären. Alter, die Geschichten sind total cool. Ich finde die Geschichten richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Hut ab. So. Jegliche Richtung. Ein antikes Steuerrad einer Galeone. Schiffsrad. So, was haben wir denn noch hier? Verfolgung. Eins der Gemälde zu den Hexenprozessen, das zuvor zur Ausstellung im Erdgeschoss gehörte. Urteil. Ein Richterhammer. Ich frage mich, wie alt er ist. Tut nichts zur Sache. Wichtige Nachricht. Öffentliche Vorladung zum Hexenprozess. Eine antike Schriftrolle. Aber das sind alles so Sachen fürs Schiff, ne? Notrufe. Schiffstelegraf. Ein antiker Schiffstelegraf. 14 Hinweise müssen wir finden. Ein Anker. Steckt fest. Schiffsanker. Ein großer Schiffsanker. Ist hier hinten vielleicht noch etwas? Können wir hier noch durch? Achso, da kommen wir wieder hin. So. Kanone haben wir schon. Das haben wir noch nicht. Hallo? 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 Das ist doch auch was. Hier leuchtet da auch eine Lampe rein. Okay, das können wir anscheinend nicht irgendwie benutzen. Sehr merkwürdig. Licht denn sonst? Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht gewesen. Salems Psychic History. Hellseher führt Polizei zu grauenhafter Entdeckung. Hissiges Kindermedium Sophia Baker findet Mann vermisst. Ah ne, findet vermissten Mann. Rose Campbell, Schülerin an der Salem High, behauptet übersichtliche Kräfte zu haben. Ein weiterer Mord mit Hilfe übersinnlicher Kräfte geklärt. SPD-Sprecherin reagiert. Medium löst 20 Jahre altes Mysterium. Kolumne. Gibt es Medien wirklich? Sieht förmlich danach aus, als hätten die Kinder alle, waren alle ein Medium gewesen. Und der Glockenmörder hat sie alle ein nach dem anderen gekillt, weil er meinte, das ist Hexentum, weil er wahrscheinlich noch altmodisch denkt. Ich vermute mal, dass es so ist. Weil es ist Sophia, die Rose, das waren alles Mediums. Glockenmordziele sind Medien. Sophia war ebenfalls ein Medium. Das heißt, mehrere der Mädchen, auf die der Glockenmörder abgesehen hatte, waren Medien. Ja, wie ich schon gerade sagte. Ja, kann ich denn hier schon was... Glockenmord-Medien, aber ich glaube, das reicht noch nicht. Da fehlen uns noch ein paar Hinweise. Die Frage ist nur, welche... Vielleicht kann ich ja nochmal mit Joy Fleming reden. Ich schau nochmal, hier war ja nichts mehr. Nein, genau. 14 Hinweise noch. Wo soll ich denn hier noch... Wo soll ich denn hier noch, 8 Hinweise finden?
Fünf Hinweise, nicht acht, Entschuldigung. Was mit ihr? Kann ich mit ihr reden? Ja, geht. Wie auch immer. Toll. Aber dass man das hier nicht irgendwie untersuchen kann. Ansehen? Wein. Ein großes Fass zur Weinherstellung. Ah, okay, die müssen nicht angeleuchtet sein, die Sachen. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, es bringt uns schon mal... Aha. Ach, guck mal einer an. Baxter im Museum? Herr Kleine, du musst dieses Bild für mich hochheben. Sehr merkwürdig. Kann es doch sein, dass es Doc Baxter ist? Kann ich mir schwer vorstellen. Es heißt die gehängte Hexe. Gruselig. Es ist das Symbol des Mörders. So, Symbol im Gemälde. Eine geisterhafte Vision des Symbols des Glockenmörders findet sich im Gemälde. Die gehängte Hexe. Baxter im Museum. Baxter hat das Gemälde versteckt, als jemand näher kam. Warum es verstecken und was hat er hier überhaupt gemacht? Ist es vielleicht doch Baxter? Brauchst du meine Hilfe oder so? Das wäre doch viel zu... Das haben wir ja schon direkt am Folge 2, Folge 3 oder schon rausgefunden, wenn es wirklich Baxter sein sollte. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass es wirklich Baxter ist. Das wäre ja zu einfach. So, wir haben jetzt 11 Hinweise. Fehlen noch 3. Können wir damit schon was klären vielleicht? Ich schau mal. Also, ich würde sagen Baxter auf jeden Fall. War schon mal falsch. Aber das Glockensymbol, kann ich mir vorstellen... Und die Hinweise haben wir. Da fehlt uns noch ein wichtiger Hinweis. Dann wird das auch Sinn geben. Die Frage ist aber, welcher? Und wo finden wir noch einen Hinweis? Ich meine, ich könnte jetzt alles durchklicken, aber das wäre, glaube ich, zu einfach dann. Kanone hatten wir schon, ne? Aber das ist mit Baxter kein... Okay, wir müssen ja hier hin. Kein Hinweis ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also zumindest für die Aufklärung. Ja gut, hier gibt es ja eh nicht. Oder zählt das noch dazu? Nein, es zählt nicht dazu. Ich dachte, das zählt noch irgendwie dazu. Ja, ich würde sagen, in einer weiteren Folge klären wir dann auf, ja, wo wir denn vielleicht den letzten Hinweis finden und wie es dann weitergeht. Und ich schalte dann wieder ein bei Murder Soul Suspect. Würde mich freuen. Also macht's gut. Ciao.